Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich werde in diesem Video mit Hilfe des DuSPO Digital einige interessante Messungen an einem 100 Mikrofarad Kondensator durchführen. Zunächst einmal messe ich einfach die Spannung an dem Kondensator, schalte dazu den DuSPO in die Spannungsmessung und stelle fest, dass der Kondensator völlig entladen ist, er führt keine Spannung. Ich werde jetzt eine Widerstandsmessung am entladenen Kondensator durchführen. Dazu wird der DuSPO eine Messspannung an den Kondensator legen, wodurch dieser sich aufladen wird. Das bedeutet, dass gegenüber dem DuSPO der Widerstand des Kondensators nach einer E-Funktion anwachsen wird. Ich schalte dazu den DuSPO in die Widerstandsmessung, lege ihn an. Der Kondensator wird sich aufladen, was bedeutet, dass sein Widerstand größer wird. Der Wert wächst etwa von 50 Kiloohm bis auf etwa 350 Kiloohm an. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass der Kondensator sich auflädt. Nach dem vollständigen Aufladen werde ich die Spannung am Kondensator messen. Ich stelle nun den DuSPO auf die Spannungsmessung um, auf Low U und messe eine Spannung von 3,7 Volt am Kondensator. Unter der Widerstandsmessung ist der Kondensator auf die Spannung der Prüfspitzen aufgeladen worden, nämlich auf 3,7 Volt, und diese Spannung hält er nun. Ich kann nun eine Last zuschalten, indem ich beide Tasten drücke. Dadurch entlädt sich der Kondensator, was hier dazu führt, dass der DuSPO in seine eigene Überprüfung hineingerät. Messe ich nun wieder die Spannung am Kondensator, so werde ich feststellen, dass keine Spannung mehr vorhanden ist. Das heißt, die Entladung des Kondensators über die Last im DuSPO hat geklappt. Auch mit Hilfe der Durchgangsmessung ist nachvollziehbar, dass der Kondensator sich auflädt. Zunächst wird nämlich Durchgang angezeigt und nach einem Erreichen von 100 Kiloohm hat er keinen Widerstand mehr an. Ich werde nun den Kondensator mit Hilfe der Widerstandsmessung noch einmal aufladen. Dabei steigt die Spannung am Kondensator an, wodurch der DuSPO dann einen größeren Widerstand feststellt, da ihm diese Spannung entgegengebracht wird. Der Wert wird bis auf 350 Kiloohm ansteigen. Anschließend werde ich beide Tasten drücken, sodass dem Kondensator eine Last aufgeschaltet ist. Und wir werden dann sehen, wie der Widerstandswert schließlich wieder sukzessive bis auf einen niedrigen Wert absinkt. Beide Tasten gedrückt. Der Widerstandswert sinkt von etwa 350 Kiloohm zunächst sehr schnell bis auf einen Wert von etwa 18 Kiloohm herab. Das geht immer langsamer, nämlich gemäß einer E-Funktion. Eine weitere Entladung findet nicht statt. Ja, ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen hoch und natürlich noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.